Herzlich willkommen! Ciao! Arnold Meier! Genau, richtig, ja. Man sagt, ihr auch Technopapst von Zürich. Ja. Meine Damen und Herren, eine von der bekanntesten Persönlichkeiten in der Unterhaltungsbranche, mache ich jetzt einen schönen Drive mit dir. Genau. Und zwar mit dem all-new elektrischen Kona, Hyundai Kona, von der Rückstuhlgarage. Und schon geht's los. Genau, ja. Meine Damen und Herren, für die, die Arnold nicht kennen, er ist Mitbegründer und einer der ersten, der sich um Street Parade eingebracht hat, zusammen mit dem Marek Krinsky, gell? Richtig, ja. Das ist schon einiges Jahr her. Ich habe dich gesehen im Blick TV, du bist vorhanden gewesen. Street Parade war dieses Jahr ein 30-jähriges Jubiläum gewesen. Du hast dich eigentlich eingebracht und bist dabei gewesen. Aber weißt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich dich so ein bisschen kenne, und wir kennen uns schon länger, du bist eigentlich eher eine introvertierte, eine liebenswerte, eine ruhige Persönlichkeit. Wieso bist du an so lauten, wahnsinnigen Anlässen eigentlich immer dabei? Ja, das stimmt, ja. Ich bin von Anfang an einfach immer auf die neueste Art von Musik gestanden, oder? Schon in den 70er Jahren. Und das war eigentlich eine logische Entwicklung gewesen, oder? Dass man gerade sofort dann auf Techno kommt, wenn das Neue da ist, oder? Aber du selber bist du noch ein aktives Mitglied vom Verein Street Parade? Nein, ich bin eigentlich nie. Ich bin nur im Hintergrund gewesen, am Anfang bei den Willigungen. Und wir haben ja unsere Afterparty, die Energy, haben wir ja gemacht. Das ist ja die Im Hallenstadion? Zuerst noch in der SRO Kugellager. Mhm. Die Idee von Marek war, er hat mir mal angerufen, ob ich wüsste, was man könnte machen nach der Parade. Weil ich eben die Idee, dass die Love Parade zu machen in Zürich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben ja sowieso geplant, die Energy Party, wir könnten das gerade kombinieren. Und das haben wir gemacht im ersten Jahr. Aber die Energy Party hast du ja eigentlich ursprünglich mit dem Thomas Bischofsberger und mit dem Hans, mit dem Joshua Hufner. Ja, genau, richtig. Ja. Wieso gibt es die eigentlich nicht mehr? Die gibt es wieder mit einem neuem Namen. Unter welchem Namen? Insomnia. Insomnia, jetzt, ein Zungenbrecher. Ja. Insomnia. Also genau, Energy richtig. Ist eigentlich noch. Oder ist das gewesen, hat das nicht benutzen wegen dem Radio Energy? Richtig, genau. Radio Energy wollte das eigene Energy Partys machen. Ja. Aber wie würdest du dich selber so ein bisschen positionieren? Bist du eigentlich Veranstalter, bist du Promoter, bist du DJ? Als was sieht man dich eigentlich mit der sogenannten Bezeichnung Technopapst? Richtig, genau. Also ich bin in verschiedenen. Aktiv, ich bin vor allem eben Booker von Events. Oder? Also Booker, meine Damen und Herren, das heisst, du musst quasi DJs holen, buchen und quasi einbringen, oder? Genau, du verhandelst auch mit denen über Gagen. Ja, genau, richtig. Hast du mich schon mal an David Guetta eingeladen? Wir haben gerade als er den ersten Hit hatte, haben wir ihn schon gehabt. Und den haben wir jahrelang gehabt. Aber heutzutage kann man sich einen David Guetta gar nicht mehr leisten, oder? Nein, die sind mittlerweile die Gagen sind so gestiegen. Ja. Also was kostet es, wenn du jetzt einen David Guetta würdest für ein grosses Event buchen, was langt so einer für pro Abend? Also so die grossen DJs, die verlangen sechsstellig, oder? Sechsstellig? Bis siebenstellig in gewissen Fällen. Für einen Abend? Für einen Abend, ja. Also für eineinhalb Stunden Arbeit. Also die Entwicklung reiner Plattenauflegen hat sich eigentlich schon wahnsinnig explosiv entwickelt, oder? Ja klar, weil früher haben wir ja dort ein paar hundert Franken bekommen für die ganze Nacht. Und, du, bevor es uns jetzt ein bisschen trocken ums Wollen wird, wir haben noch Gazosa. Ja, das kenne ich. Ja, das Tessin, ist aus dem Tessin, genau. Ja, genau, super. Eine süße Brause. Ja, einfach mal schnell ein kleines Bröstli. Klar, selbstverständlich. Ja. Du, wieso benennt man dich eigentlich Technopapst? Das ist von Deutschland hergekommen. Das haben sie in Deutschland haben sie das so genannt, in einem Magazin. Einem Technomagazin. Und das ist doch einfach so geblieben. Mal geschrieben, Alpentechnopapst. Ja. Das ist dann so geblieben, ja. Aber gell, Arnold Noldi oder wie auch immer. Du bist ja bei mir im Auto wegen etwas ganz anderem. Und zwar geht es um Ecstasia 23, oder? Ja. Du veranstaltest die grösste Erotikmesse der Schweiz. Genau, das ist über 20 Jahre schon, ja. Und jetzt neuerdings in Basel. Mhm. Oder schon länger in Basel. Genau, in der richtig, jetzt wieder in Basel. Und zwar ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit. Ja. In der Adventszeit, in der heiligen Zeit, machst du ein Event, wo es um Erotik geht, um sexuelle Gefühle etc. Wieso machst du das? Das hat sich immer, gerade für Indoor-Events, ist natürlich so Christmas-Shopping und so ist auch unser Konzept dort. Also ist die Zeit gut, oder? Gerade so Anfang Dezember. Ich frage etwas anderes, aber du als Typ, wieso? Was hast du plötzlich mit Erotik am Hut? Ah, das war eigentlich ein Zufall gewesen, jemand vom. Jemand ist an mich herangetreten, der gesagt hat... Wer ist das? Das war eigentlich eine Gruppe, die so in diesem Bereich tätig war. Die hatten so, einfach die Idee, gehabt,
so eine Erotikmesse machen, aber haben eben niemanden gehabt, der das könnte organisieren auch. Oder sie haben einfach nur die Idee gehabt und dann haben wir uns dann zusammengesetzt. Aber und sie haben gefunden, du bist so eine Persönlichkeit, ja. Ruhig, überlegt, pragmatisch, mit dir kann man es machen. Genau, richtig, ja. Aber du, aber sorry jetzt, Arnold, wenn in dieser Erotik steht zum Beispiel, ich habe gelesen, erstmals sind Live- und Dildo-Shows an Diskretion im Ticket. Genau. Aber wie muss ich das vorstellen? Ja, da geht es zur Sache. Das sind, ja, also sieht man da eine Bühne? Ja, genau. Was passiert auf dieser Bühne? Rum, ja, da gibt es wirklich Live-Sex. Sicher? Ja, genau. Wo das man alles sieht? Richtig, ja. Die gehen, aber das sind Perle, die das eingespielt sind. Also die, sind die machen das an anderen Messen auch. Und das ist für die tägliche. Aber Entschuldigung, ich muss jetzt konkret gesagt, also da sieht man einen Mann und eine Frau. Richtig, ja. Und die haben, eine Frau hat dann einen Dildo in der Hand und die führt sich den Dildo dann ein. Das ist bei den Solo-Shows richtig. Und bei den Perle-Shows geht es richtig zur Sache. Also da arbeiten sie. Das sind auch Leute, die in den Filmen mitmachen und so. Die wissen, also in diesen Pornofilmen? Ja, genau, richtig. Ja. Tust du auch an dieser Ekstasia, tust du auch dort quasi so eine Art wie so, sagen wir mal, private Katakomben anbieten? Nein, das haben wir nicht. Also was es gibt, sind einfach so Strip-Shows, oder, wo man privat hat. Das schon, ja. Also das heißt, wie muss ich das vorstellen? Das ist in so Katakomben drin, ja. Das sind so Strip-Shows, einfach so. Lapdance nennt man das. Aha. Also quasi, in Amerika ist das also wir zwei würden grosse. Quasi so in einer Loge sitzen, hat genau, oben einen Tisch, ja. Wir kommen ein Girl an und zieht sich aus, etc. Ja, aber genau, darfst du nicht anlangen? Nein, genau, das ist wie in Amerika. Ja, und was passiert, wenn man sie anlangt? Das geht, ja, das geht einfach nicht. Bist ja. Du da selber? Da wird man dann rausgeworfen in so einem Fall. Oder? Bist du amig vor Ort oder hast du da so ein Sicherheitsdispositiv mit Leuten, die schauen? Also wo da hat Security, ja, die auch schaut, auch, dass nicht gefilmt wird und fotografiert zum Beispiel. Oder? Aber das ist schon noch extrem das und das in der Schweiz, hä? Ja, in der Schweiz haben wir ja, also es ist auch in Deutschland, ist das auch erlaubt. Oder in Deutschland gibt es auch ähnliche Messen. Du hast ja vorher gesagt, du sagst Booker. Tust du jetzt auch für die Ekstasia, für die Erotik, für den Erotik-Event auch dementsprechende, sag jetzt mal, Pornostars oder Pornosterne auch buchen, persönlich? Machst du das? Das machen mehrere Leute, ja. Ich mache jeweils die Drag Queens zum Beispiel. Also Drag Queens, meine Damen und Herren, das sind die Transvestiten, hat man früher noch gesagt. Ja. Okay, das sind eigentlich Männer, die sich als Frauen genau, verkleiden, ja. Oder? Ja. Und die kommen dann auch? Die kommen auch, ja. Und was machen die? Die machen auch so Strip-Shows. Also, also quasi, da tut sich eine Drag Queen ausziehen und startet genau. Sich als Mann dort. Ja, also, ja, genau, richtig, kann man so sagen. Ja. Arnold, weißt, meine, wir kennen uns schon ein bisschen länger und ich finde dich ein fantastischer Mensch etc. Aber du als eher introvertierte Persönlichkeit, ruhige Persönlichkeit, ist das dir wirklich gelegen, dass du dich in so einem Metier kannst einbringen, auskennen und auch wohlfühlen? Ja, das ist eigentlich nicht viel anders als ein anderes Event. Oder? Das ist auch, es geht um die gleiche Sache. Also, na ja, also ich meine, es geht um Sex, es geht um Pornografie, es geht um sich zur Schau stellen. Also ethisch hast du dadurch noch nie irgendwie ein Problem gehabt mit dem? Nein, das nicht. Nicht, okay. Du, hörst, es war sehr interessant, mit dir über das Thema zu reden, Arnold. Weil ich meine, eine Erotikmesse machen. Ich meine, ja. Ich bin noch nie an einer Erotikmesse. Ich weiss gar nicht, ob ich gehen würde. Aber meine Damen und Herren, wäre das vielleicht mal für Sie. Es gibt für dich noch zum Abschluss ein kleines Geschenk. Ja. Und zwar kannst du das Auto, der All-New Hyundai Kona, voll elektrisch, von der Rucksburg Garage Kloten offeriert, ein Wochenende mieten, wenn du willst, ja, oder? Klar. Ausprobieren, gern, fahren, ja. Machen. Ja, danke. Viel Vergnügen. Du, hörst ganz viel Erfolg mit deiner Erotik-Show. Ja, mit dem alles, was wir machen. Ja. Meine Damen und Herren, das war Promethe Drive mit dem einmaligen, unvergesslichen Techno-Papst. Ja. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja. Alles Gute, ciao miteinander und tschüss. Ciao.